Hallo meine lieben Kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Box, keine einfache Box, sondern eine raffinierte Box. Und zwar sieht die so aus, das ist eine sogenannte 4-in-1 Box. Das heißt, man hat hier zwar eine Box, aber man kann viermal aufmachen und man kann quasi vier einzelne Leckereien da drin verstecken, beziehungsweise dann auch verschenken. Ja, das Bild dazu habe ich irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht, wer es gepostet hat. Ich habe es umgewandelt, dass es für diese kleinen Smarties-Päckchen passt. Aber je nachdem, wenn man das Prinzip verstanden hat, kann man sich dann auch für jede andere Süßigkeit oder für jedes andere Goodie kann man sich dann quasi die Box zusammenrechnen. Genau. Wir machen es aber heute passend für Mini-Smarties. Und dafür brauchen wir Folgendes. Wir brauchen viermal die Maße, also wir brauchen also das Cardstock, viermal die Maße 7 mal 10. Wir brauchen viermal die Maße 6 mal 12 cm. Wir brauchen zweimal die Maße 10 mal 10. Und wer dann noch, also das sind das Grundgerüst, und wer dann halt noch ein bisschen Deko machen will, der braucht dann halt noch mehr. Die 2 mal 10 mal 10 cm legen wir jetzt erstmal zur Seite, das brauchen wir erst ganz am Schluss. Wir fangen jetzt an mit diesen beiden Teilen. Und zwar nehmen wir uns als erstes den Cardstock, der 7 mal 10 cm misst, und wir falzen einmal ringsrum bei 2 cm. So. Und schon fertig. Der Streifen, der 6 mal 12 cm misst, den müssen wir jetzt auch noch falzen. Und zwar falzen wir als erstes dabei 3,1 cm. Dann falzen wir bei 5,2 cm. Bei 8,3. Und bei 10,4. So, das war es auch schon mit der Falzarbeit. Wenn wir jetzt hier bei diesem Cardstock, wenn hier die Fläche ist, die 1,6 cm misst, dann würden wir uns hier noch schnell die Ecken abrunden. Und bei diesem Cardstock hier würden wir jeweils in der Mitte einen Halbkreis ausstanzen. Das dient dann dazu, dass man hier quasi die Eingriffsmöglichkeit besser hat. Genau. So, dann können wir der Umschlag für die Streichholzbox, also ja, das habe ich gar nicht gesagt. Wir haben hier vier einzelne Streichholzboxen, die man nachher einfach zusammenklebt. Grundsätzlich ist zu der Streichholzbox, habe ich vor ein paar Videos erläutert, da haben wir Streichholzschachteln für dieses Balea-Goodie, für diese Feuchtigkeitstropfen gemacht. Und das ist eigentlich nichts anderes, nur dass man dann die eben noch zusammenführt. Ja, das wird also der Umschlag für eine Streichholzschachtel. Da bringe ich jetzt bei den abgerundeten Laschen, bringe ich jetzt Kleber auf. Ich benutze den grünen Tombow. Wenn ihr da einen anderen Kleber bevorzugt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich selber bin halt ein Tombow-Mädchen und ja, ich mag den halt. So, das heißt, Umschlag für die erste Streichholzschachtel ist fertig. Jetzt werde ich mir
Bei dem Innenleben der Streichholzschachtel würde ich mir die Ecken noch, die Laschen noch ein bisschen einschrägen. Das mache ich bei allen Vieren. Und dann kann man nämlich auch schon die Streichholzschachtel, quasi das Innenleben, kann man dann auch schon zusammenkleben. So, einmal schnell nachfalten. Dann sind meine vier Streichholzschachteln fertig. Der Clou ist jetzt, dass man die zu einem bestimmten, ja, Muster, sage ich mal, zusammenlegt. Und zwar sieht es dann so aus. Und so wird es jetzt erstmal zusammengeklebt, bevor wir nachher mit diesen beiden Cardstocks hier, die 10x10 sind, quasi oben und unten einen Abschluss machen. Das Zusammenkleben, das mache ich mit einem Masking Tape. Das gibt es beim Action. Mit dem bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, weil das hebt für die Zwecke, für die ich es einsetze, hebt es relativ gut. Ja, und da klebe ich jetzt einfach die Boxen zusammen. Jetzt können wir die untere Seite theoretisch schon draufkleben. Ich würde jetzt mich aber erst an die Deko für die obere Seite machen. Und zwar habe ich mir da gedacht, also theoretisch, wenn ihr jetzt das zusammenklebt, dann ist eure Box auch schon fertig. Je nachdem, ob ihr, ja, ob ihr noch Deko machen wollt oder nicht. Was ich mir gedacht habe. Ich habe mir hier schwarz-weißes Designerpapier zurechtgeschnitten. Das würde ich gern hier so schräg draufkleben, so wie ich es auch schon bei meiner Probebox gemacht habe. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und dann habe ich mir hier insgesamt 9-mal Danke ausgedruckt, jeweils in einer unterschiedlichen, in einer anderen Farbe. Was sage ich denn, nicht in einer anderen Farbe, sondern in einer anderen Schriftart. Und habe sie dann ausgestanzt mit einer Handstanze, wobei ich gerade sehe, dass das mit dem schräg draufkleben nicht so toll wahrscheinlich aussieht. So, ich mache euch jetzt mal ein bisschen größer, dass man das ein bisschen besser sieht. So, und was ich mir gedacht habe, ist, ich lege quasi 8-mal, lege ich mir ein Danke. Wird es noch von hinten unterschiedlich hoch, eventuell mit Schaumtabs, mit Schaumklebepunkten erhöhen. Und dann will ich quasi für eins, will ich hier so einen Kaktus nehmen. Die habe ich schon vor Ewigkeiten, ich glaube, das war noch im Jahr 2020, war das, habe ich die schon koloriert. Und da würde ich dann quasi statt einem, würde ich dann einen Kaktus machen oder quasi eine Sukkulente, sodass es so aussieht. Und so fand ich das irgendwie eine ziemlich coole Idee. Ja. Ursprünglich habe ich gedacht, okay, soll ich das vielleicht in der Mitte machen? Dann habe ich mir gedacht, Mitte ist das irgendwie so typisch und das wollte ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es irgendwie rechts unten. Ja, genau. So war mein Gedanke. Wobei das mir jetzt nicht gefällt, da würde ich eher noch das hier machen. Ja, so ist der Plan. Ich werde das jetzt befestigen
Und das mache ich im Schnelldurchlauf. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis von meiner Box. So, meine Lieben, und schon ist meine Box fertig. Ich habe jetzt hier drei unterschiedliche Dicken. Ich habe dreimal habe ich dieses sehr dicke Schaumklebepunkte Zeugs genommen. Ich habe dreimal die schmäleren genommen und ich habe dreimal habe ich meine Dankes Punkte direkt draufgeklebt. Ja, die Box ist jetzt fertig, wie ihr seht. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. ich wiederhole mich. Ja, auf jeden Fall finde ich, die ist richtig cool geworden. Ich habe nur gemerkt, dass das Danke hier ein bisschen zu weit da drüben ist. Das hätte noch ein bisschen in die Richtung sollen. Ja, das ist jetzt aber so und ich finde sie trotzdem sehr schön, so wie sie geworden ist. Und ich hoffe, die Person, der ich die Box schenke, die findet sie eben auch schön. Ja, ich wünsche euch einen tollen Sonntag noch. Oder wenn ihr das Video unter der Woche schaut, wünsche ich euch eine tolle Arbeitswoche. Wenn ihr nicht arbeiten geht, wünsche ich euch trotzdem eine tolle Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß, die Box zu machen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!